Thank you.
Gilt als Inbegriff der Geheimgesellschaft. Der Orden! Der Illuminat. Der Orden! Der Illuminat. Hier in Ingolstadt, gegründet im Jahre 1776 von Adam Weishaupt. Vor dessen zeitweiligem Wohnhaus wir hier stehen. Und schon damals zählte sein Orden mehrere hundert Mitglieder, darunter so prominente Namen wie Goethe, Herder oder Freiherr von Knigge. Die Ziele der Illuminaten. Die Schaffung eines neuen Menschen und einer neuen Religion und eines neuen Staatswesens auf der Basis des Verstandes. Dies sollte durch Unterwanderung des bestehenden Staates, durch Besetzung wichtiger Schlüsselpositionen und schlussendlich durch die Machtergreifung erreicht werden. Ein neues Reich der Tugend und der Vernunft sollte erstehen. Nun, die blanke Natur selbst hat diesen hehren Zielen ein jähes Ende bereitet, als im Jahre 1785 ein berittener Bote, ein Geistlicher sogar, bei Regensburg vom Blitz erschlagen wurde, wodurch wichtige Geheimdokumente in die Hände der Obrigkeit gelangten und woraufhin die bayerische Regierung die Illuminaten verbot. Dem sie gnädigerweise vorher erdrosselt hatte. Die Geister der Hingerichteten sollen des Nachts im Hexenturm ein derartiges Spektakel und Poltern veranstaltet haben, dass es den Bürgern kalte Schauer den Rücken hinabjagt. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, Hexen haben zugeschlagen, dürres Feld und Hungersnot, Kriegsgewirr und Kindestod. Hexen haben Schuld daran, fängt sie ein und steckt sie an, fragt nicht lange wer und wo, brennt das Feuer, sind wir froh. Durch die Stadt die Schwaden ziehen, wer's nicht schaffte, flugs zu fliehen, auf dem Scheiterhaufen brennt, nimmt sehr schnell ein schrecklich End.